In dieser Übung 2 möchte ich dir nochmal den allgemeinen Aufbau von einer ln-Funktion zeigen. Eine ln-Funktion sieht grundsätzlich erstmal so aus. Also ln von einem Argument, ne, bx plus c, das kann irgendwas sein. Also ich habe jetzt mich hier einfach mal für eine lineare Funktion entschieden, die eine Steigung, ein x und einen y-Achsenabschnitt hat. Und naja, wir haben hier ein a noch als Faktor davor. Insofern haben wir hier mehrere Buchstaben, nämlich a, b und c. Und wir sollen jetzt eine ln-Funktion erstellen, die durch den Koordinatenursprung verläuft und an dieser Stelle die Steigung m gleich 3 besitzt. Okay, m gleich 3 ist die Steigung, das heißt, wir müssen irgendwie auf die erste Ableitung kommen. Die erste Ableitung von diesem hier ist ja, wenn ich bx plus c ableite, das Argument, dann, also ich zeige dir erstmal, bx plus c abgeleitet ist ja einfach b. A, dieses a hier vorne, wird als Faktor mitgeschleppt. So, das heißt, wir haben also dieses a hier vorne, siehst du auch hier wieder. Und eben zusammen mit der Ableitung vom Argument ist das dann ab im Zähler. Und im Nenner wird ja einfach nochmal das, was man dort stehen hat, wird einmal übertragen. Das heißt, wir haben jetzt hier bx plus c stehen, also muss hier auch wieder bx plus c hin. So, hatte ich noch ein b vergessen hier. So, und dieses b, x plus c, was du hier stehen hast, diesen Nenner und diesen Zähler hier zusammen, das ist eben die erste Ableitung von dieser allgemeinen ln-Funktion. Also mehr ist hier an dieser Stelle noch gar nicht passiert. So, und das heißt ja, dass an dieser Stelle, also erstelle eine ln und bla, verläuft an dieser Stelle die Steigung m gleich 3. Das heißt, wir brauchen im Koordinatenursprung, also bei x gleich 0, die Steigung 3. Naja, wenn ich x gleich 0 einsetze, dann wird aus diesem Ding hier unten in jedem Fall schon mal eine 0. So, ich muss das Ganze gleich 3 setzen, weil ja die Funktionswerte der ersten Ableitung die Steigung an bestimmten Stellen angeben. Also Steigung soll 3 sein bei x gleich 0, weil da ist ja der Koordinatenursprung. So, 0 plus und... Hier habe ich jetzt eine 1 eingetragen und das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Also warum ist da eine 1 eingetragen? Naja, dafür müssen wir hier nochmal in die Ausgangsfunktion gucken. Er soll ja durch den Koordinatenursprung verlaufen. Das heißt, wir haben einen Punkt P bei 0 und 0 in jedem Fall. Na gut, x gleich 0 kann ich ja einfach einsetzen. Das ist ja okay, aber wie kommt man auf einen y-Wert von 0? Wenn da 0 rauskommen soll als y-Wert, dann muss ja ln von 1 gelten. Also wenn du hast ln von 1, dann ist das Ergebnis daraus ja 0. So, wie kommen wir denn auf ln von 1? Wenn wir x gleich 0 einsetzen, das heißt, wir haben jetzt hier im Argument dieses bx plus c. Bx plus c muss ja also gleich 1 sein, denn dann ist das Argument auf 1 gestellt und somit dann dort sich, kann sich dort eine 0 ergeben. X ist ja gleich 0, das haben wir hier oben in dem Punkt gesehen, also setzen wir hier eine 0 ein, also haben wir hier da 0 plus c ist gleich 1, also ist c gleich 1 und deswegen können wir hier schon mal das c auf diese 1 stellen. So, wenn man das jetzt noch weiter ausrechnet, dann hat man hier also ab ist gleich 3, weil ja der Nenner ist hier 1, also ab ist gleich 3. Tja, und jetzt gibt es natürlich da viele mögliche Kombinationsmöglichkeiten, wie man hier AB auf 3 schaltet. Ich würde sagen, einen von beiden würde ich auf 1 schalten und dann ist der andere eben 3. So, und da kannst du jetzt entscheiden, ob du, du hast ja hier oben nochmal die allgemeine Funktionsgleichung, ob du hier, sagen wir mal, du schaltest das A auf 1, also sagst also, dieses A hier ist eine 1, dann hast du hier vorne ja keinen Faktor. So, hier siehst du ja schon, ist 1 mal, da wird das weggelassen. Und dann muss ja b gleich 3 sein und diese 3 siehst du jetzt hier. Und c ist ja gleich 1, haben wir eben gerade hier festgestellt, also siehst du das Ding hier. Oder du sagst, a ist gleich 3, dann findest du diese 3 als Faktor hier wieder. Und dann muss b gleich 1 sein, das findest du dann hier als Faktor vor dem x wieder. Ist hier halt weggelassen worden, aber ist es natürlich da, 1 mal x plus 1 heißt es. Und das sind die beiden Möglichkeiten, die ich jetzt hier wählen würde. Es gibt natürlich viele, viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, aber es sind für mich die einfachsten. Und die siehst du jetzt hier in Blau und Grün wieder. Also in Grün, das ist die g von x, das habe ich jetzt hier nicht so richtig bezeichnet, müsste ich hier ein g machen. So in Grün. Und naja, 3x plus 1 ist eben diese Funktion. Du siehst, sie geht durch den Ursprung und sie hat in jedem Fall an diesem Koordinatenursprung, wo die Funktion durchläuft, eine Steigung von 3. Denn wenn diese rote Funktion 3x ist, dann ist das ja quasi die Tangente. Und die Steigung dieser Tangente ist 3 und die verläuft genau an diesem Punkt lang. Somit muss also die Steigung in diesem Punkt 3 sein. Wir haben also alles erfüllt. Ob das jetzt bei der grünen ist oder bei der blauen, ist dabei völlig egal. Es gibt auch noch viele andere, aber das sind die zwei, die wir hier angeben würden, um diese Aufgabe eben korrekt zu erfüllen. Tschüss.
speichern wir es nochmal ab, so ungefähr 13, 14 Flächeneinheiten sollten da rauskommen. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt erstmal grundsätzlich uns überlegen, was machen wir. Wir brauchen die Fläche unter der blauen, auf jeden Fall, weil wir wollen ja diese rote Fläche haben. Und wenn wir die Fläche unter der blauen, also unter der FVX berechnen, dann hätten wir ja eigentlich diese Fläche hier. Ja, das ist gut gezeichnet.